liebe Freunde, Fahrtspieler, andere und Gäste. Wieder darf ich euch herzlich willkommen heißen zu einem Clip über alte Handarbeiten. Wobei diese Handarbeit sehr alt ist, aber auch nicht ganz so alt, denn in der Zwischenzeit war sie auch mal wieder modern. In diesem alten Buch von 1913 läuft diese Stickerei noch unter Flachstichstickerei. Man kennt sie aber inzwischen auch unter Florentiner Stickerei oder Bargello. Bargello war das erste Wort, das ich gelernt habe. Und das ist ein Buch von Burda, ein Sticklehrbuch, Anfang der 1980er herausgebracht. Und zu diesem Zeitpunkt habe ich mich mit diesen Stickarbeiten beschäftigt, weil sie einen riesengroßen Vorteil haben. Mehrere Vorteile sogar. Sie sind nicht nur, wenn man farblich ein bisschen spielt, sehr auffällig und auch sehr schön zum Anziehen, sondern man kann sie von ganz feiner Stickerei, sprich hier habe ich zum Beispiel einen Hardangerstoff, einen etwas gröberen sogar Hardangerstoff, den gibt es noch in feiner, bis zu einem dicken Stramin, der für Teppiche geeignet ist, kann man diese Muster verwenden. Natürlich muss man dann auch das Garn entsprechend wählen. Zu einem Teppichstramin, einem großen, großporigen Stramin, da würde ich zum Beispiel auch Teppichgarn nehmen, beziehungsweise für uns Handarbeiter, die selber spinnen, dann schon ein Bleistift dickes Garn spinnen und zwirnen. Der ganze Trick an der Sache ist auch wieder geometrisch. Das Bargello oder die Florentiner Stickerei ist überwiegend aus dem gleichen Stich gemacht, nämlich über 2, 3, 4 oder 5 Fäden, beziehungsweise wie hier bei dieser Arbeit, da habe ich einen feinen Stramin genommen. Da habe ich über 3 Straminpaare, das sind ja immer so Fadenpaare, die da im Stramin sind, also über 3 Fadenpaare gemacht. Und ihr seht auch schon den Unterschied zum Foto hier. Auf diesem Foto sind die Spitzen sehr mehr nach oben gezogen, wie bei mir. Wahrscheinlich haben die Sticker hier nicht 3 Fadenpaare oder 3 Fäden genommen zum Übersticken, sondern mehr. Dann zieht sich das Muster natürlich auch in die Länge und wird spitzer. Der ganze Effekt an diesen Mustern entsteht durch die Paarung der Fäden. Sie sind wirklich alle über die gleiche Anzahl Fäden gestickt, aber hier sieht man ein Faden, ein Faden, ein Faden, ein Faden, dann kommen hier 2, 2, 3, 3, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1. Und durch die Anzahl der Fäden, die man überstickt, und zwar in der gleichen Reihenfolge, entsteht eben dieses Muster. Später hat sich das dann auch noch weiterentwickelt, das sieht man hier. Dann kamen auch noch kurze Stiche dazu. Das sind Spielereien, die auch mehr Möglichkeiten an Musterung entfalten. Und da seht ihr noch einiges mehr. Das habe ich auch schon gemacht. Das geht ganz toll. Was man da alles machen kann, allein durch die Auswahl der Farben, Regenbogenfarben zum Beispiel kann man nehmen. Und dann auch die Auswahl der Fadenlänge. Und ihr wisst, ich bin ein Karo-Papier-Fan. Und diese Muster sind auch wieder sehr, sehr toll auf einem ganz normalen Karo-Rechenpapier zu entwickeln, wenn man selbst mal ein Motiv machen möchte. Und man muss nicht nur kleine Motive machen, man kann auch wirklich spielen, wenn man selbst entwirft, von einem Mittelmotiv ausgehend immer weiter nach außen ein großes Motiv entwickeln. So, und das ist eigentlich das Wichtigste, was man dazu sagen könnte. Und wie auch in den Heften, in den Büchern beschrieben und im Internet ist das auch zu finden. Es sind nicht nur Teppiche, große Teppiche damit zu machen. Man kann auch Kissen machen. Man kann
Einsätze an Blusen, zum Beispiel oben am Hals, Einsätze damit besticken oder Manschetten kann man besticken in dieser Art. Natürlich dann auf feinem Stoff, wobei es da auch einen Trick und eine Hilfe gibt. Hat man nämlich einen Stoff, der nicht eingeteilt ist in Quadrate, so wie dieses Vlies hier oder eben der Hardanger Stoff, dann nimmt man sich solche Stoffe zur Hilfe und legt sie auf das Fein. Man kann Seide zum Beispiel, kann man mit diesem Bargello besticken, indem man einfach eine Vorlage nimmt, dann überträgt man die Vorlage auf Karo-Papier und nimmt sich so ein Vlies, so eine Unterlage und legt das dann, wenn ich hier zum Beispiel die Seide aufgespannt hätte, dann kommt das hier drauf, zusätzlich, und dann wird über das Ganze gestickt. Ist das Motiv fertig oder ein Teil fertig, dann wird einfach aufgeschnitten und die Fäden herausgezogen. Das ist die simpelste Art, um bei feinen Stoffen, die keine Möglichkeit zum Zählen haben, auch ein Zählmuster anzubringen, indem man eine feine Gaze oder eben solche Stramine nimmt. Gibt es ja in verschiedenen Stärken und in verschiedenen Größen. Und legt das mit oben auf und stickt dann eben diese Muster, die man sich ausgesucht hat, drauf. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich auch, ein Karo-Papier oder ein Millimeterpapier zu nehmen. Da ist aber die Entfernung des Papiers schon ein bisschen diffiziler. So, und noch die Rückseite, um noch was zur Rückseite zu sagen. Ihr seht, auf der Rückseite sieht man genau das gleiche wie vorne, denn es wird nicht unten raus und oben wieder reingestochen, sondern wirklich im Runden. Und das ist zu empfehlen, weil dadurch die Stiche viel gleichmäßiger wirken, als wenn man hier rein und auf dem nächsten Punkt wieder rauskommt. Und das habe ich noch mit Flieseline verstärkt, mit Bügelflieseline, weil es ja ein Kissen geben soll und das sollte natürlich dann auch seine Form behalten. Ein Stuhlkissen. Das Innenleben habe ich schon, das heißt also diese Schaumfüllung, die habe ich schon. Ich brauche wirklich nur noch den Stoff. Und der Stoff, das ist schon wieder schwierig, die Farbe zu kriegen, die man hierfür wirklich nehmen kann, die auch gut dazu passt. Dann muss ich zu meinem Stoffhändler des Vertrauens am Ort, aber der baut um. Und da muss ich mich noch etwas gedulden. So, und ihr seht auch hier noch einmal ganz kurz die ganze Angelegenheit erklären. Ich habe hier schon angefangen. Man könnte natürlich das Stickgarn auch doppelt nehmen, dann wird es voluminöser. Aber man kann es auch fein lassen. Und hier sticke ich genau das gleiche wie hier, also diese Reihe hier. Dann könnt ihr das sehen. Über 4 Fäden. 2, 4. Ich überstick also oben in der Geraden 4 Fäden, fahre mit der Nadel unten durch nach oben und gehe ein Quadrat weiter heraus. Also hier ist der erste Stich nach draußen, von unten nach oben, und jetzt ein Fädchen weiter, das nächste auch von unten nach oben. So, und ich brauche 5 Stiche, und jetzt kommt der sechste. Und der sechste Stich, der ist doppelt, das heißt, ich gehe über 4 Fäden nach unten, komme aber an der gleichen Höhe, wie der erste Ausgang ist, wieder heraus und sticke 2 Stiche. So, und dann geht es wieder ein Faden nach oben. Und wieder 2 Stiche. Das heißt, hier bin ich herein, hier darf ich nicht, 1 nach oben muss ich gehen. Und nochmal den gleichen Stich
nebenan. Unten an der gleichen Höhe wieder rein und oben einen Faden weiter heraus. So, jetzt habe ich zwei Gruppen zu zwei Fäden. Und das sieht man hier, 1, 2 und jetzt kommen zwei Gruppen zu drei Fäden. Also vier Fäden nach unten, 1, bleibt doch weg, 2 und 3 und jetzt wieder ein Faden nach oben versetzen und vier Fäden nach unten. 1, 2 und 3 und dann geht es wieder ein Faden nach oben und jetzt kommt, ihr seht, dass sich die Linie abflacht, dann sind wir hier, jetzt kommt eine Gruppe zu 4 und dann kommt wieder 3, 3, 2, 2 und 5 mal die 1 bis zur Spitze. Und danach dann der nächste Faden, ein etwas helleres Rosa, mit der gleichen Stichfolge obendran. Also ich fange, hier habe ich angefangen, und da sieht man so, okay, hier habe ich angefangen jetzt mit dem ersten Stich hier, und dann über diesem Stich fange ich dann mit der nächsten an, das heißt mit der nächsten Farbe. Also wenn ich hier, das muss ich natürlich auf die Rückseite ziehen, der Anfangsfaden, der kommt dann auf die Rückseite. Wenn ich also hier den ersten Stich habe, dann muss ich an der gleichen Stelle vom ersten Stich wieder herauskommen. Ich mache das mal jetzt so, hier rein. Und dann an der Stelle, an der der erste Stich oben herausgekommen ist, komme ich jetzt mit dem nächsten wieder heraus. Ich kann also von oben nach unten oder von unten nach oben, die Richtung ist egal, aber immer die gleiche Richtung machen. Einmal hier über vier Fäden, dann da rauskommen, wo der nächste Stich vom Vorgänger war, wieder vier Fäden überstechen, zurück an die Stelle, an der die vorherige Reihe geendet hat. 1, 2, 3. Vier. Hier rein, da unten raus. Und 5. Und nun gleich wieder die nächste Gruppe mit zwei Fäden. 1, 1, 2, 3, 4, 1 und, oh, bleibt doch da, und 2 und wieder zurück, hier. So, ihr seht, es ist kein Hexenwerk, es ist ganz leicht zu machen, auch wenn man gröberes Stramin, gröbere Stoffe nimmt, gröbere Zählstoffe und dann natürlich auch entsprechend größeres oder dickeres Garn, macht das natürlich ein Stück. Das heißt, es gibt ein ordentliches Ende oder Anfang, gleich schon zu Anfang ein ordentliches Stück, wenn man ein dickes Garn verwendet. So, und das war eigentlich alles, was es dazu zu sagen gibt. Ich glaube, ich habe alles erwähnt, was wichtig ist. Und ja, hoffe, es hat euch gefallen, wenn ihr diese Bücher im Antiquariat vielleicht ergattern könnt. Das lohnt sich wirklich. Also diese Buddha-Bücher waren wirklich sehr ergiebig und vor allen Dingen auch schön angeordnet, weil vorne waren die Lehrteile, wie es geht, und hinten gab es dann noch einmal ein Teil mit Beispielen, was man alles machen könnte, kann,
Bagello, Holbein, Assisi-Stickerei. Alles Stickereien, die ich unbedingt habe probieren müssen. Und Smoke-Arbeiten natürlich, Blattstich. Alles wunderbar behandelt und auch sehr, sehr schöne Beispiele, wie man ganz tolle Sachen machen kann. Natürlich ein etwas, ja, antiquarisches Buch und auch natürlich die Mode hat sich inzwischen geändert. Aber selbst diese alten Muster sind mit der entsprechenden Farbwahl ganz modern zu gestalten. So, und das war eigentlich alles. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Film. Wenn es heißt, Omas Handarbeiten wieder zu behandeln, denn ich habe noch eine ganze Reihe an Sachen, die sehr interessant sind, die ich euch erzählen und zeigen möchte. Und wenn sich jemand findet, der Spaß daran hat, das auszuprobieren und vielleicht auch das Hobby etwas zu erweitern, dann freut es mich umso mehr. Das ist mein ganzer Wunsch, den ich habe an euch. Einfach ausprobieren, testen. Nicht gleich zu Anfang sagen, oh, das kann ich nicht oder das ist nicht unbedingt mein Ding. Ausprobieren, das heißt sicherstellen, dass man es mag oder nicht mag, dass man es kann oder nicht so gut kann und natürlich auch, um mitreden zu können, wenn man sich trifft unter Gleichgesinnten. Ja, das habe ich auch mal probiert, aber es ist nicht so mein Ding. Selbst das ist eine schöne Sache. Gut, damit beende ich diesen Clip. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bleibt gesund und habt Spaß an euren Handarbeiten. Tschüss denn!